Ja, hallo meine Lieben. Heute geht es mal um ein kleines Film-Special und zwar um die Saw-Reihe. Und zwar habe ich euch ja schon mal erzählt, dass ich in meiner Freizeit auch gerne Kritiken zu Filmen für einige Foren oder Zeitschriften schreibe und manchmal auch Specials. Und so habe ich mal vor einiger Zeit ein Saw-Special geschrieben. Und zwar war der Sinn des Ganzen, den Leuten die Story ein bisschen näher zu bringen. Denn ich finde es schade, dass Saw so als Splatter und Horror abgestempelt wird. Es ist in diesem Genre natürlich, aber viele haben diese geniale Story überhaupt nicht mehr durchblickt und sind spätestens beim dritten und vierten ausgestiegen und haben es dann nur noch geguckt, weil sie geil Leute abschlachten sehen möchten. Und das finde ich schade. Und so möchte ich den Leuten, die Story vielleicht nicht ganz verfolgen konnten, hier noch einmal die Möglichkeit geben, das Ganze in einem großen Überblick zu bekommen. Und zwar werde ich nicht einfach nur die Filme, ja, zusammenfassen, sondern ich habe mir vor einiger Zeit mal die Mühe gemacht, die ganzen Filme chronologisch zu ordnen. Das heißt, was passiert eigentlich genau wann? Und habe das Ganze dann in einen großen Story-Überblick zusammengefasst. Und ich werde mir hier die Mühe machen und euch das Ganze einmal schriftlich aufzeigen. Ich werde es vorlesen und euch hinschreiben. Und euch auch jedes Mal einblenden, in welchen der Teile die Informationen bzw. die Szenen, die wir gerade gezeigt kriegen, denn wirklich stattfinden. So, habt aber im Hinterkopf, ist es hier YouTube, Copyright und so weiter. Das heißt, ich werde keine Szenen aus dem Film zeigen. Einfach weil ich keine Lust habe, dass mein Video wegen irgendwelchen Copyright-Problemen wieder gelöscht wird. Ich werde euch mit Bildern ein bisschen dirigieren, das heißt, unbekannte Personen wie William Easton zum Beispiel, na, was heißt unbekannt, aber das sind keine der Hauptpersonen. Die werde ich immer mal kurz einblenden, damit man so ein bisschen weiß, worum geht es hier eigentlich genau. Vielleicht auch Szenen aus dem Film in Bildern kurz, dass man einfach ein bisschen, ja, Orientierung bekommt bei dem Ganzen. Ansonsten muss ich aber ganz klar festhalten hier, dies hier ist kein Video für Saw-Anfänger. Es ist für Leute, die die Filme kennen und die vielleicht einfach noch mal gerne einen Überblick über das Ganze haben möchten, bevor sie vielleicht den siebten sehen. Denn der siebte, der letzte, ist hier noch nicht mit einbezogen, einfach weil weil er jetzt erst auf DVD raus ist. Das habe ich mir jetzt auch erst bestellt. Und ich möchte den Leuten nichts kaputt machen. Ganz einfach deshalb ist der siebte hier noch nicht mit eingeschlossen. Das mache ich vielleicht irgendwann später mal. So, aber habt im Hinterkopf, wer Saw nicht kennt, der braucht das hier auch nicht zu gucken, denn es wird sehr viel Information preisgegeben. Und wenn Leute sich mit Saw nicht auskennen, dann ist es genauso wenig etwas. Wenn ich muss hier Namen wie Amanda, Hoffman, Thrum oder sonstiges, die muss ich einfach nicht erläutern. Das muss schon bekannt sein. Ich werde euch trotzdem mit Bildern ein bisschen dirigieren. So, ansonsten stellt mir bitte gerne immer Fragen, falls euch doch irgendetwas hier noch unklar ist. Ich rede sehr gerne über Saw, auch sehr gerne viel. Ich werde mich hier am Ende nicht nochmal zeigen, sondern euch mit den Text jetzt in Ruhe lassen. Aber schreibt in den Kommentaren bitte Fragen oder auch gerne Anmerkungen zu diesem Video oder Kritik oder sonstiges. Ich kann damit sehr gut umgehen. Ja, ich sage an dieser Stelle schon mal, ich hoffe, es hat euch hier ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Tim sagt Tschüss. John Kramer führt eine liebevolle Ehe mit seiner Frau Jill Tuck und arbeitet als Designer, Architekt im Baugewerbe. Im ersten von John entworfenen Gebäude ist eine Firma namens Gideon eingezogen. Sein Partner ist der Anwalt Art Blank und zusammen wollen sie Mietwohnungen für Familien mit tiefen Einkommen bauen. Jill eröffnet eine Klinik für Drogenabhängige. John ist davon nicht begeistert, weil er sich Sorgen um Jills Sicherheit macht. Beide erwarten ein Kind, welches sie Gideon nennen wollen. John plant alles sehr akribisch, ohne sich von irgendjemandem davon abbringen zu lassen. Auf einer Feier zur Eröffnung von Jills Klinik lernt John William Easton kennen, den Direktor der Krankenversicherung Umbrella Health. Er macht sich ein Bild von ihm und seiner Arbeit. Der drogensüchtige Cecil überfällt spät am Abend die Klinik, wobei das ungeborene Kind in Jills Bauch stirbt. Amanda Young hat ihn dazu gedrängt, weil sie die Drogen brauchte, um ihre Sucht zu befriedigen. John macht seine Partnerin für den Verlust des Kindes verantwortlich. Auch Art kann ihn nicht besänftigen, denn nun ist sein Familienplan unwiderruflich zerstört, wodurch seine Überzeugung unterstrichen wird, man kann Menschen nicht helfen, jeder muss sich selbst helfen.
John erfährt, dass Art mehrere Klienten, von dessen Schuld er wusste, vor dem Urteil bewahrt hat, um Profit zu machen. Er wendet sich somit auch von Art endgültig ab. John erfährt von Dr. Lawrence Gordon, dass er todkrank ist. Er hat in seinem Gehirn einen Tumor, welcher nicht operiert werden kann, und außerdem hat er wohl auch sonst Krebsgeschwüre in seinem Körper. Er wendet sich an William. Er möchte Geld für eine experimentelle Behandlung eines Arztes in Norwegen. William lehnt dieses Gesuch jedoch ab und John entschließt in diesem Augenblick, dass William einer Lektion bedarf. John versucht, sich mit dem Auto umzubringen, überlebt jedoch, sieht die Ironie des Ganzen und von nun an ist er ein völlig anderer Mensch. John lauert Cecile auf und entführt diesen. Sein erstes Opfer soll sich das Gesicht zerschneiden, um aus seiner Falle zu entkommen. Zwar schafft er dies, aber nur weil der Stuhl zerbricht. Als Cecile im Anschluss darauf auf John losstürmt, lässt dieser ihn bewusst in eine Kiste mit Stacheldraht stürmen. John hatte offenbar schon damit gerechnet, dass Cecile aus der Falle entkommen könnte. Jill besucht John ein letztes Mal in dessen Atelier. Sie vermutet, dass er etwas mit Cecile gemacht hat und spricht ihn darauf an. Er sagt ihr jedoch, sie soll nie wieder zu ihm kommen, zu ihrem eigenen Besten. John Kramer entführt weitere Opfer, von denen keines die Falle überlebt. Außerdem bereitet er ein Spiel für William und seine Mitangestellten vor, die leichtfertig über die Leben von kranken Menschen urteilen und Menschen, die Hilfe benötigen, diese verwehren und sie somit zum Tode verurteilen. Dies geschieht auch im Falle von Harold Abbott, der ein schweres Herzleiden hat und Geld für die Behandlung benötigt. Dieses verweigert William ihn und schiebt fadenscheinige Begründung vor. Die Vorbereitung zu diesem Spiel packt er in eine Kiste, die er seinem Anwalt übergibt. Im Falle seines Todes, den er hier schon eingeplant hat, soll diese Kiste Jill Tuck übergeben werden, die eben jenes Spiel vorbereiten soll. 5 Jahre nachdem er die Schwester von Detective Hoffman auf brutalste Weise getötet hatte, wird der kürzlich wieder in die Freiheit entlassene Seth Baxter entführt und wacht in einer bereits jetzt schon von der Polizei als typische Jigsaw-Falle angesehenen Apparatur auf. Allerdings hat er überhaupt keine Chance, freizukommen und wird von einem Pendel zerteilt, bevor die Fesseln sich öffnen. Detective Hoffman hat sich als Copykiller betätigt, um so seine Rache und Selbstjustiz ausüben zu können. John findet schnell heraus, wer ihn da kopiert hat, schickt Hoffman eine Nachricht, ich weiß, wer du bist, lauert ihm auf und entführt ihn. Während eines emotional geführten Gesprächs gibt er ihm die Chance, Teil seiner Vision zu werden, worauf Hoffman nach anfänglichem Zögern einwilligt. Dies wohl, weil er erkennt, dass er Jigsaws Ansichten und dessen Vorstellungen von Gerechtigkeit teilt. Vor allem Johns These der sofortigen Rehabilitierung hat es ihm angetan. Auch wenn er dabei lernen muss, dass Mord widerlich ist und deswegen jeder Mensch eine Chance verdient hat. Hoffman sorgt dafür, dass er von nun an selbst als ermittelnder Detective im Fall Jigsaw tätig ist. Gleichzeitig unterstützt er John bei seinen Vorbereitungen für die vielen Fälle und Spielen, welche von nun an folgen werden. Mittlerweile ist die Presse auf das Thema aufmerksam geworden und Pamela Jenkins recherchiert intensiv, um mit Berichten und Dokumentationen zu den Morden die Quoten hochzutreiben. John bekommt dies natürlich mit. Der Jigsaw-Killer geht um. Mit tückischen Fallen und mechanischen Folterinstrumenten stellt er seine Opfer immer vor eine schmerzvolle Wahl und beobachtet dann den Ausgang des Spiels. Jetzt fängt übrigens Teil 1 erst wirklich an. Auch wenn er selber auf diese Weise niemanden direkt umbringt, so enden die Spiele für die Teilnehmer dennoch fast immer tödlich. Die Polizei, allen voran die Detectives David Tapp, Stephen Singh und Carrie, stehen vor einem Rätsel. Hoffman soll dafür sorgen, dass die Polizei Dr. Gordon als Killer verdächtigt, indem er einen Beweis fälscht. Er lässt eine Lampe aus Gordons Besitz am Tatort zurück. Jigsaw entführt die drogensüchtige Amanda und testet diese mit einem seiner kranken Spiele, welches sie sogar gewinnt. Bei ihrer Rückkehr nach Hause wartet John dort bereits auf sie. Er macht Amanda das Angebot, seine Assistentin zu werden. Lawrence wird von der Polizei verdächtigt, Jigsaw zu sein. Nach seinem Verhör muss er, weil er ein Alibi weder vorbringen kann noch will, dem Verhör von Amanda beiwohnen, welches das erste und bisher einzig überlebende Opfer von Jigsaw ist.
Detective Tab entdeckt das Versteck von Jigsaw. Bei der Konfrontation kann die Polizei den Killer jedoch nicht überwältigen. Stattdessen stirbt Detective Singh durch eine Falle und Tab wird verletzt und danach vom Dienst suspendiert. Besessen von der Überzeugung, dass Dr. Gordon der Mörder sei, bestehen seine einzige Lebensmotivation fortan daraus, diesem das Handwerk zu legen. Er beauftragt einen Privatdetektiv namens Adam, um Gordon zu beschatten und mietet sich selber eine Wohnung gegenüber von Gordons, um ihn im Auge zu behalten. Amanda hat inzwischen Jigsaws Angebot angenommen und ist dessen Gehilfin geworden. Sie assistiert ihm bei den Vorbereitungen und Durchführung seiner Tests. Während Jigsaw seine Ex-Frau Jill besucht und ihr einredet, dass sie hier mit den Drogensüchtigen ihre Zeit verschwendet, stellt er ihr auch Amanda vor. Sepp wurde vergiftet und muss nun Dr. Gordons Familie als Geisel nehmen, um das Gegenmittel zu bekommen. Jigsaw kannte ihn aus der Klinik, dort war Sepp ein Helfer. Gleichzeitig werden Dr. Gordon selbst sowie Adam entführt, in einem Raum eingesperrt und angekettet. Jigsaw legt sich als scheinbare Leiche zwischen die beiden. Ziel des Spiels: Dr. Gordon soll innerhalb einer bestimmten Zeit den Schnüffler Adam töten, sonst sterben seine Frau Allison und seine Tochter Diana. Dies ist praktisch die Anfangsszene aus Teil 1. Die Zeit ist um und Adam lebt noch immer, weil Lawrence es nicht über sein Herz bringen konnte, jemanden zu töten. Sepp schaffte es jedoch nicht, Dr. Gordons Familie zu erschießen, denn er wird von Allison angegriffen und außerdem kommt ihm plötzlich auch noch Ex-Detective Tab in die Quere, welcher die Schüsse hörte. Sepp beschließt daraufhin, dass er Dr. Gordon selbst umbringen muss, denn so sind die Regeln, und macht sich von Tab verfolgt auf den Weg. Allison und Diana flüchten zu den Großeltern und sind in Sicherheit. Lawrence konnte via Handy mithören, wie seine Frau mit dem Entführer kämpfte, leider weiß er nicht, wie der Kampf ausging. In panischer Verzweiflung sägt er sich den Fuß ab, um dann noch auf Adam zu schießen. Gleichzeitig stirbt Tab bei der Verfolgung von Sepp, welcher kurz darauf von Dr. Gordon steht und ihn mit seiner Waffe bedroht. Glücklicherweise wurde Adam aber nur angeschossen. Er erhebt sich und erschlägt Sepp mit einem Wassertankdeckel. Lawrence verlässt danach halb verblutet den Raum, um Hilfe zu holen. Nun stellt Adam fest, dass Sepp nicht Jigsaw, sondern selbst ein Opfer von diesem ist. In diesem Moment steht die vermeintliche Leiche plötzlich hinter ihm auf und Adam mit den Worten Game Over noch immer angekettet in seinem Verlies zurückzulassen. Teil 1 endet hier mit Adam schreien aus dem Dunkeln. Der noch immer lebende und angekettete Adam wird später von Amanda umgebracht, indem diese ihm eine Folie um den Kopf wickelt. Nun werden 8 Menschen entführt und zusammen in ein für 3 Stunden abgeriegeltes Haus gesperrt, wo sie giftiges Gas einatmen. Dieses Haus ist dasselbe wie aus Teil 1, nur befinden wir uns dieses Mal nicht im Keller, sondern im Erdgeschoss, einen drüber. Um nicht innerhalb von 2 Stunden zu sterben und ein Gegenmittel zu erhalten, müssen sie diverse Spiele bestehen. Bei jedem Spiel geht es darum zu beweisen, dass man sehr an seinem eigenen Leben hängt und dafür auch Verletzungen in Kauf nimmt. Unter diesen 8 Personen befindet sich auch Amanda. Sie tut so, als wäre sie nur ein weiteres Opfer, welches allerdings nun zum 2. Mal von Jigsaw entführt wurde. Des Weiteren befinden sich im Haus 6 ehemalige Straftäter, welche allesamt durch gefälschte Beweise von Detective Eric Matthews überführt worden sind. Zu guter Letzt befindet sich auch dessen Sohn Daniel in diesem perfiden Gefängnis und alles wird aufgezeichnet. Alle 6 Ex-Häftlinge sterben durch das Giftgas, die fallen oder weil sie sich gegenseitig ermordet haben. Daniel selbst hat den selbsternannten Anführer Javier mittels Säge genau in dem Raum umgebracht, in welchem noch die verwesenden Reste von Adam rumliegen. Er überlebt dank des Gegenmittels und wird von Amanda zu Jigsaw gebracht. Jigsaw und Amanda entführen einen Informanten von Detective Matthews und hinterlassen diesen am Spielort eine Nachricht. Der Informant stirbt durch seine Falle und die Polizei findet die Nachricht, welche Matthews dazu bewegt, sich ebenfalls mit dem Fall zu befassen. Dies war ja auch das Ziel. Die Videoaufnahmen aus dem Haus werden in ein anderes Haus gebracht,
wo sie dann abgespielt und zu Jigsaws Versteck gesendet werden. Dort wird Daniel mit einem Atemgerät ausgestattet in einen Safe gesperrt, dessen Schloss mit einer Zeitschaltuhr verbunden ist. Dank Jigsaws Hinweis wird dessen Versteck schnell gefunden. Die Polizisten entdecken dort nicht nur den Gesuchten und an einem Tropf hängenden Mörder, sondern auch Bildschirme, auf welchen sie die 8 Gefangenen sehen, welche in einem Haus um ihr Leben kämpfen. Eric Matthews erkennt seinen Sohn und wird so vom Beobachter zum aktiv ermittelnden Detective. In der Annahme, dass es sich bei den Bildern um eine Live-Übertragung handelt, macht er sich daran, den Standort des Hauses aus Jigsaw herauszubekommen. Dieser will allerdings nur unter 4 Augen mit Matthews reden und ihn dazu bringen, sein Leben zu ändern. Zu diesem Zweck verspricht er, dass Eric seinen Sohn zu gegebener Zeit sicher in die Arme nehmen kann, vorausgesetzt, der Detective hält sich an die einzige festgelegte Regel. Er soll bis zum Ablauf eines Timers einfach ruhig bleiben. Eric verliert natürlich seine Geduld, weil er nicht weiterzukommen glaubt. Er bricht die Regel und verprügelt Jigsaw, so wie er es eigentlich geplant hat, welcher daraufhin einwilligt, ihn zu dem Haus zu führen. Die anderen anwesenden Polizisten, bei welchen auch Carrie wieder dabei ist, sowie ein gewisser Detective Rick, bemerken zwar, dass die beiden gehen, können diese aber nicht mehr daran hindern. Techniker entdecken mittlerweile die Quelle des Videosignals. Dort angekommen stellt die Polizei fest, dass es nicht das richtige Haus ist und dass die Bilder lediglich vom Band kommen. Gleichzeitig läuft im Versteck von Jigsaw der Timer ab, woraufhin sich der Safe mit dem unversehrten Daniel öffnet. Doch leider ist Eric ja nicht mehr da, um dies zu sehen. Detective Matthews lässt Jigsaw nach Ankunft am richtigen Haus alleine und blutüberströmt im Auto zurück und macht sich auf die Suche nach seinem Sohn. Schlussendlich landet auch er in genau dem Badezimmer, wo auch Dr. Lawrence Gordons abgetrennter Fuß am Boden liegt und wird plötzlich von Amanda überwältigt und angekettet. Mit den Worten Game Over lässt sie ihn zurück und verschließt die Tür hinter sich. Teil 2 endet hier mit Erics Schreien aus dem Dunkeln, bevor noch einmal der schwer verletzte, aber dennoch zufrieden lächelnde Jigsaw gezeigt wird. Detective Eric Matthews schafft es, sich zu befreien, indem er sich mit dem Wassertankdeckel, welcher Sepp tötete, das Fußgelenk bricht. Beim Versuch, das Gebäude zu verlassen, wird er aber nach einem harten Kampf von Amanda besiegt. Mit der Ohnmacht kämpfend lässt diese ihn dann einfach in einem Kellergang liegen und geht zu Jigsaw. Detective Hoffman, welcher zusammen mit Detective Rick und Carrie im Fall Jigsaw ermittelt, schleppt Eric in ein Verlies, wo er über Monate am Leben gehalten wird. Jigsaw und Amanda verschwinden und fortan fallen weitere Menschen, welche nach Meinung der Psychopathen ihr Leben nicht zu schätzen wissen, den Krankenspielen zum Opfer. Die Detectives Rick und Hoffman sind weiterhin auf der Jagd nach dem Killer. Carrie hält inzwischen das FBI immer auf dem Laufenden. 6 Monate vergehen. In dieser Zeit hat Rick es auch einmal mit einem Mann zu tun, welcher seine Tochter missbraucht. Da aber weder die Tochter noch die Frau des Mannes aus Angst aussagen wollen, kann Rick nichts dagegen tun. Kurzerhand bricht er dem Mann aus Wut aber das Nasenbein und wird von dessen Anwalt Art Blank verklagt, also der alte Partner von Jigsaw. Da Hoffman aber für Rick bürgt, passiert diesem nichts. Art Blank wird entführt und überlebt einen Test, ist aber noch nicht frei, er muss noch ein weiteres Spiel überstehen. Hoffman entführt Carrie und steckt diese in eine von Amandas Fallen, also eine von den Fallen, die gar nicht überlebt werden können. Carrie stirbt in dieser Falle. Amanda, deren Test offenbar gar nicht überlebt werden kann, sieht dabei zu. Jigsaw hat allerdings bereits bemerkt, was Amanda treibt und beschließt, sie selbst einem fundamentalen Test zu unterziehen, denn er will eine Nachfolgerin, welche seine Botschaft weiterhin korrekt vermittelt. Schließlich ist Jigsaw kein kaltblütiger Mörder. Derweil stehen die Detectives Rick und Hoffman vor der erneut auftauchenden Frage nach Jigsaws Aufenthaltsort.